Und jetzt begrüße ich den Direktor von der Valida, den Beda Meyer, bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Meyer. Guten Abend. Was macht denn eigentlich die Valida als soziales Unternehmen genau aus? Ich kann es vielleicht zeigen am Beispiel von einem Bauunternehmen. Was macht das Bauunternehmen? Es baut Häuser, damit wir irgendwo wohnen können. Das Sozialunternehmen von der Valida, das stellt Arbeitsplätze zur Verfügung, spezialisierte Ausbildungsplätze, Wohnplätze. Für Menschen wie Frau Grubemann, die wir jetzt gesehen haben, die einen Unterstützungsbedarf haben, die eine Behinderung haben und auf die Unterstützung angewiesen sind. Damit sie eben auch als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft unter uns leben können. Damit die Angehörigen von diesen Menschen entlastet sind. Und nicht zuletzt auch, damit beispielsweise Kosten im Gesundheitswesen oder in der Psychiatrie, dass die nicht noch mehr hochgehen. Und man hat jetzt auch gesehen, Frau Grubemann, die arbeitet, die hat einen Job. Das heisst, wie fest kann sie sich selber finanzieren in ihrem Leben? Das ist so ein Mix, oder, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Sie ist jetzt jemand, der eine IV-Rente hat. Sie arbeitet bei uns und bekommt für die Arbeit, für die Leistung, die sie bringt, bekommt sie einen Lohn. Wenn ich jetzt über die ganze Unternehmung einschaue, dann zahlen wir im Schnitt etwa 900 Franken Lohn das an die Menschen mit viel. Unterstützungsbedarf. Mhm. Kann man sagen, das ist wirklich ein namhafter Betrag, den sie so selber erwirtschaften können. Und der Rest wird dann sozusagen von der IV oder Ergänzungsleistungen dann so aufgebaut? Oder? Genau. Und dann gibt es natürlich den Zusammenhang, oder? Es gibt den Zusammenhang zwischen dem Lohn, den sie selber erwirtschaftet, und zwischen Ergänzungsleistungen. Und wenn der Lohn relativ hoch ist, der geht bei uns bis zu 2'500 Franken, dann ist das entsprechend auch eine Entlastung für die Ergänzungsleistungen. Und wie schaut man denn, wie fest jemand auch in so einen Arbeitsprozess eingebunden werden kann und wer weniger? Ich meine, Frau Grubemann arbeitet 90%, ist schon relativ viel, ist eigentlich fast ein 100%-Job. Genau. Oder die Leute kommen zu uns, da gibt es eine Probezeit, da gibt es eine Eingewöhnungsphase, dann schaut man, wie schnell dass sie arbeiten, vergleicht die Leistung, die sie dann erbringt, mit jemandem, der keinen Unterstützungsbedarf hat, und dann gibt es einen Prozentsatz. Und der Prozentsatz, der wird dann umgerechnet in einen Lohn. Der Prozentsatz, der verändert sich natürlich, oder? Wenn jemand älter wird oder wenn jemand plötzlich noch ein zusätzliches gesundheitliches Problem überkommt, dann geht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit runter. Aber es gibt auch den anderen Effekt, wenn wir eben gut unterstützen, dass jemand leistungsfähiger wird, dann verdient die Person noch mehr. Wir haben auch diese Woche eine Lernende begleitet, die quasi eine Lehre macht, die ist auch keine IV-Bezügerin. Wie stehen denn die Chancen, dass so jemand dann im ersten Arbeitsmarkt dann wirklich einen Job findet nach dieser Lehre bei der Valida? Die Chancen sind sehr hoch. Die sind zwischen einem Drittel bis zur Hälfte. Also von denen, die bei uns so eine Ausbildung machen, finden bis zur Hälfte nachher auch einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Und das ist eigentlich das, was die IV auch will. Die arbeiten bei uns, bekommen einen Lehrlingslohn. Es ist vergleichbar mit einem Lehrling, der sonst noch eine Lehre macht. Und dann ist die Valida eigentlich das Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt. Die Länge dieser Lehre ist auch gleich lang wie eine normale Lehre, wenn man zum Beispiel Schreiner werden will oder so. Das ist unterschiedlich, oder? Es gibt die Lehren, die machen, wie jetzt die Lernende für Bortoletto, die wir gesehen haben im Beitrag. Die macht EBA-Ausbildung, zweijährige Schreinerpraktiker-Ausbildung. Und dann gibt es natürlich Jugendliche, wo die öffentliche Berufsschule anspruchsvoll ist. Die sind dann ein Jahr und werden in einer praktischen Anlehre bei uns geschult, gehen bei uns intern in die eigene Berufsschule. Und bekommen so dann ihre Berufsausbildung. Und wie finanziert sich die Valida als Gesamtinstitution? Es ist etwa ein Drittel, wenn man es überall anschaut. Ein Drittel sind die Pensionstaxen der Menschen, die bei uns wohnen. Mhm. Ein Drittel sind kantonale Beiträge für die Unterstützung im Wohnbereich oder im Arbeitsbereich. Und etwa ein Drittel über die ganze Unternehmung erwirtschaftet wir mit Leistungen am Markt. Wenn ich jetzt nur den Teil rausnehme, Werkstätten, dann ist es über die Hälfte von den Kosten, die wir wieder einspielen, durch das, was wir Produkte und Dienstleistungen verkaufen können. Und die Leute, die bei Ihnen sind, die Zahl bleibt etwa immer gleich oder variiert die stark von Jahr zu Jahr? Die variiert nicht sehr stark. Es hat ein grosses Wachstum gegeben in der Valida in den 80er, in den 90er Jahren und jetzt seit den Nullerjahren ist die etwas stabil. Es sind aktuell Köpfe, zählt rund 300 Personen, die bei uns arbeiten. Und dann gibt es saisonale Schwankungen, da sind es einmal 290 und dann sind es einmal 310. Aber wenn ich so über das Jahr hineinschaue, sind das etwa 300 Menschen mit Unterstützungsbedarf. Und da wird wirklich immer ein bisschen angepasst, wie viel Unterstützung brauchen sie auch? Das wird tatsächlich angepasst, oder? Das ist,
ist ein bisschen salopp gesagt, oder? Saisonale Schwankung. Aber es ist tatsächlich so, wie Sie und ich auch. Es gibt Tage, wo wir fitter sind, es gibt Tage, wo wir weniger fit sind. Mhm. So passen wir an. Danke vielmals, Herr Beda Meier, dass Sie da bei uns im Studio waren. Und bei uns geht es natürlich weiter. Wir haben im fünften und